Die Mercedes Fashion Week in Berlin. Nicht nur schöne, sondern vor allem sehr schlanke Frauen laufen hier über den Catwalk. Unter ihnen die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Rebecca Mir. Die 23-Jährige ist während der Modewoche gut gebucht und auch bei ihr fällt vor allem eins ins Auge. An diesem Körper ist kein Kilo zu viel. Die Diskussionen über Magermodels gehen auch an Rebecca nicht vorbei. Sie selbst wird immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob sie nicht zu dünn sei. Also ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich glaube, das ist alles, was zählt. Und solange man gesund ist, kann man damit auch nichts verkehrt machen. Ganz von alleine bekommt man so einen Körper allerdings nicht. Speziell vor der Fashion Week fangen viele Models das Hungern an. Für Rebecca ist das allerdings keine Option. Das junge Model hat da eine ganz andere Methode. Also wenn ich jetzt speziell von mir rede, sage ich achte auf meine Ernährung, dass ich mich versuche, gesund zu ernähren. Aber mein Laster ist dann schon so Süßigkeiten, Schokolade. Aber dass ich jetzt irgendwie Kohlenhydrate zähle oder sowas, habe ich noch nie gemacht. Also ich mache wirklich viel Sport. Was auch ein guter Tipp ist, mache ich immer. Reisen mit einem großen Koffer, weil als Frau kann man sich ja nicht entscheiden, was man einpacken soll. Wenn du einen 20-Kilo-Koffer hast, den ganzen Tag damit reist, weißt du, was das für ein Workout ist? Du brauchst gar nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Na, ob schwere Koffer tragen reicht, um solche dünne Arme zu kriegen? Rebecca fühlt sich jedenfalls sichtlich wohl in ihrer Haut. Auch wenn ein paar Pfunde mehr vielleicht nicht schaden würden.